Willkommen zurück, VfL Osnabrück gegen Inter Mailand, das Rückspiel. 3-0 im Hinspiel locker gewonnen. Da soll es jetzt im Rückspiel nicht so große Probleme geben. Reserve gewinnt gegen Rot-Weiß Erfurt mit 4-0. Dann gucken wir mal einen Scout vorbei. Da kommt morgen schon neuer zurück. Das könnte einen neuen Jugendspieler geben, bin ich gespannt. Viertelfinale der Champions League gegen Inter. Wir müssen nach Mailand reisen. Und das ist das Topspiel des Spieltags, obwohl Chelsea gegen Manchester City spielt und Real Madrid gegen Arsenal. Presser immer noch verletzt bis zum 16. Also wird auch das Spiel gegen Hoffenheim leider verpassen, mit seiner Sehnenreizung. Aber Görlitz hat das ja ganz gut gemacht da in dem Spiel. So, wir sollten uns da vielleicht nochmal umstellen. Hat zwar im letzten Spiel alles ganz gut geklappt. Aber jetzt geht's ja um viel. Fritsch geht mal wieder raus aus der Partie. Dafür kommt Xavi wieder auf der Position zum Einsatz. Schönfeld kommt in die Partie. Sanchez. Ich überlege, Meier da spielen zu lassen. Das könnte eine neue Position für ihn werden, falls Tah und Stark in der Innenverteidigung spielen und nicht verletzt sind oder gesperrt. Jan Schul nimmt erstmal nur auf der Bank Platz. Ja, so werden wir es angehen. Gegen Mailand. Und ihr werdet... Heute will ich sehen, dass ihr Gras fresst. Die Stimmung ist schon mal gut in Mailand. Ein Hexenkessel erwartet uns. Aber einen 3-0 Vorsprung zu verspielen, wird glaube ich nicht passieren. Vor allem, da wir meist ein Tor schießen können. Aber die Italiener stehen defensiv heute besser. Werner, nee, kommt nicht durch. Aber Sanchez holt den Ball zurück. Kämpfen heute richtig gut. Italiener verlieren schnell die Bälle. Bisher kamen wir aber noch nicht zum Torabschluss. Dolberg hier gefoult. Chance für Lionel mit dem Freistoß, aber der setzt ihn neben das Tor. Jetzt mal eine Chance. Stendera spielt bei Inter. Und eine gute Freistoßmöglichkeit. Gelbe Karte hier für Henrichs. Früh im Spiel. Jetzt Riesen-Konterchance. Werner auf Dolberg, nicht im Abseits. Dolberg, mach es, komm. Im letzten Moment noch ein Finger dran. Lionel mit der Ecke. Bringt ihn rein. Xavi abgefälscht. Und jetzt die Chance für Inter. Allein auf den Torwart zu Gölles. Und er macht ihn rein. Carvalho. 1-0, Mailand. Da fehlen nur noch zwei Tore. Den hätte Presser vielleicht gehalten. Ja, schon wieder gleich die gelbe Karte von unserem Außenverteidiger. Pulisic fällt da einfach um. Und Gölles hält diesmal den Ball fest. Sehr gut. Werner auf Dolberg. Schönfeld setzt sich durch. Werner, Dolberg mit der Riesen. Nein. Oh, steht er im Abseits. Das hätte Ausgleich sein müssen. Xavi gegen Pfosten. Und er stand im Abseits, obwohl der Ball vom Gegenspieler kam. Auch Mailand hier mit viel Glück erstmal bei den Schiedsrichterentscheidungen.
Gegen den Pfosten. Viel Glück hier. Dabei gehört es im Leben nicht angekommen. Wir müssen die Bälle kontrollierter nach vorn spielen. Jetzt Werner, setz dich mal durch. Dolbert mit der Riesenchance. Und wieder nur das Aluminium. Nächste Foul. Das gibt's doch nicht. Die kriegen ja sofort Karten. Ein Mann weniger. Jetzt müssen wir was unternehmen. Ach, Schiri, ey. Über was unternehmen wir? Über Dolberg runter? Ja. Dolberg für Fritsch. Und Fritsch geht in die Verteidigung. Und Werner wieder nicht drin. Oh, das erste Mal, dass es keine Karte gab bei einem V-Spiel. Werner jetzt gegen die gesamte Abwehr. Und Chavez vertändelt den Ball. Viel Glück gehen die hier mit einem 1-0 in die Pause. Henrichs muss ich eigentlich auch noch unternehmen. Aber ich habe keinen, den ich da einsetzen könnte. Kann Meier die Position vielleicht übernehmen? Nee. Stark auch nicht. Schwierig. Chavez? Der könnt's. Dann bringen wir Mikkel dafür. Lustig durchgewechselt hier. Spielergespräche. Halbzeitansprache, das war nicht der Plan. Und ich hoffe, das gelingt uns hier irgendwie in die nächste Runde zu kommen. Fritsch gleich noch einen Fehlpass, aber er holt sich den Ball zurück. Mikkel zu Werner. Schön fällt. Ja, zum Glück im Abseits. Schön fällt. Der Torschütze verliert den Ball. Sehr gut. Er kann also auch nach hinten arbeiten. Werner mit dem Ballverlust. Aber der Ball kommt zurück. Hinter hier mit mehr Glück als Verstand. Und Chavez wahrscheinlich auch gleich wieder gelb. Genau. Was? Oh. Carvalho kriegt gelb. Hat er ihm den Ball abgenommen und er grätscht. Sehr gut. Pfiffig gemacht von ihm. Schönfeld. Sanchez. Ach, schade. Die stehen da sehr, sehr gut in der Innenverteidigung. Jetzt Werner mal durch. Werner. Und dann setzt er neben das Tor. Gute Chance. Aber dass Mailand jetzt hier noch zwei Tore schießt, sehe ich jetzt nicht so. In dieser Halbzeit kriegen die nämlich die Karten. Beide außen offensiv jetzt verwarnt. Langer Ball. Schönfeld, viel Platz. Werner. Werner, komm. Oh nee. Verzieht total. Wird am Schuss aber auch gehindert. Pulisic, Sanchez. Was für eine Chance. Das hätte 2-0 sein müssen für Inter. Jetzt drängen sie uns hinten rein. Görlitz hält zum Glück. Noch 18 Minuten zu spielen. Wieder ist der Ball weg. Fritsch, er kämpft ihn sich zurück. Werner auf Schönfeld. Wird gestoppt. Sanchez. Er gewinnt die Bälle, aber Werner verliert sich vorne viel zu schnell.
Zum Glück abseits. Ja, eindeutig. Inter wechselt nochmal. Die brauchen hier die Tore. Schönfeld gut den Ball erobert. Werner, komm, setz dich durch. Nee, soll heute nicht sein. Und Schönfeld, geh. Sanchez, Werner. Werner, auf Mikkel. Mikkel, da ist das Tor, der Ausgleich. Ich wollte schon sagen, es gibt's doch nicht. Ein Spiel ohne eigenes Tor. Timo Werner mit der Vorlage. Und der eingewechselte Spieler Mikkel trifft. Feld. Guter Pass, Sanchez nochmal auf Werner und der macht den Siegtreffer noch. Unglaublich. Kurz vor Schluss noch den Sieg. Klar gemacht, Sanchez, super Pass. Werner direkt aus der Drehung. Zack, der Ball ist drin, unhaltbar. 2:1 noch. Und das war's. Entführen hier nochmal den Sieg aus Mailand. In letzter Minute in Unterzahl. Da können wir jetzt sehr gespannt sein, wer uns in der nächsten Runde erwartet. Ja, wir waren klar überlegen, trotz Unterzahl. Sanchez. Auf Werner und da ist das Tor. Die Entscheidung in diesem doch sehr wackeligen Spiel. Sanchez mit der Vorlage, Werner mit einem Tor und einer Vorlage und Mikkel mit einer sehr guten zweiten Hälfte. Da haben die Außen vorn sehr gut gespielt. Und wir wissen jetzt auch, dass Sebastian rechter Verteidiger könnte, falls er mal gebraucht wird. Statistik zum Spiel: 11 Chancen. 7 Schüsse vorbei, 4 aufs Tor und davon 2 gleich drin. Wir waren gegen Ende die schlechtere Mannschaft. Arsenal siegt nach Toren gegen Real Madrid, haben das Rückspiel gewonnen. Chelsea setzt sich gegen Manchester City durch und Atletico gegen Mailand. Beide Mailänder Clubs raus. Gucken wir mal. Euroleague sind eh noch nicht fest, die Ergebnisse. Gucken wir beim nächsten Mal wieder rein. Die Auslosung, das Halbfinale. Gegen wen müssen wir spielen? Arsenal wäre so mein Lieblingslos. Arsenal spielt zu Hause gegen Atletico. Wir müssen gegen Chelsea ran. Boah, ein vorweggenommenes Finale. Und zuerst auswärts auch noch. Ein echtes Spitzenspiel.